Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4, der 100 Baby Challenge. Ja, sie kocht da mal wieder eine Runde. Wir schmeißen nämlich gleich eine Party. Okay, das sind jetzt gerade, glaube ich, unsere Gäste gekommen, die einfach eine Runde rollen gehen. Why not? Zum Essen rufen. Das haben wir schon mal geschafft. Nachspeise zu bereiten, okay. Das kriegen wir auch hin. Ein Gourmet. Wir brauchen eine Nachspeise, ein Dessert. Oh, ein Obstkuchen. Komm, mach einen Obstkuchen. Okay. Okay, da kommt gerade die ganze Verwandtschaft. Okay, sie redet mit denen, das ist schon mal gut, weil sie muss ja Kontakt zu denen knüpfen. Kann sie sich bitte ein bisschen mehr aufs Kochen konzentrieren, das wäre sehr nett. Okay, ja, konzentriere dich weiter aufs Kochen und du musst dann hier nur dein Essen machen. Wäre vielleicht auch cool, wenn die nicht alle hier rumstehen würden. Also Silber haben wir schon mal. Bitte erzählen. Sie pennt einfach. Komm, dann erzähl denen halt allen einen lustigen Witz. Lustig. Witz. Polizistenwitz. Hat der eine sich gerade einfach was aus dem Kühlschrank geholt? So. Sie macht jetzt gerade den Nachtisch. Die ganze Familie steht doch auf Popmusik, oder? Ist das schon auf Pop? Nee, ist das nicht. Nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Erstens dein Essen ist, glaube ich, nein, ist das nicht im Ofen, aber... Doch, es ist im Ofen. Fortsetzen, altes Ding brennt gleich an. Du hast gleich ein Riesenproblem. So. Hier, den kannst du mal einen Witz erzählen. Lustig, Witz erzählen. Und dann kannst du alle zum Essen rufen. Du isst natürlich nicht mit. Und dann steht hier noch was auf dem Ofen. Wow, es ist einfach richtig die Scheißstimmung. Sie ist halt einfach dreckig. Okay. Pop zu hören. Zuhören, Pop zuhören, okay, das machst du schon. Kannst du tanzen? Okay, sie ist eingepennt. Ich glaube, sie geht einfach schlafen. Das Ding bleibt in Silber. So, haben wir wieder was erreicht? Hm? Gastronomie-Karriere? Nee, da müssen wir die Karriere leider wieder switchen. Mixerin ist nicht so mein Ding. Vermögen, nicht pleite gehen. Komm. Hier ist ihm jetzt Geld geil. Geh einfach pennen. Ich tue das mal als Kühlschrank rüberziehen. Ich wollte nur mal sagen, da steht noch was im Ofen, aber naja. Oh, jetzt ist die Stereoanlage kaputt. Da brauchen wir schon Notfallreparaturservice. Dann kannst du beim Pfannkuchen weitermachen und aufs Klo gehen. Duschen gehen. Okay, Montag 5.13 Uhr. Kannst du bitte einfach duschen gehen und hier das fortsetzen? Ich möchte nicht, dass der Pfannkuchen früher oder später verbrennt. So. Sandy muss in die Arbeit. Oh, jetzt ist auch noch der Ofen kaputt. Ja, da kannst du gleich nochmal den Reparaturservice anrufen. Wen haben eingesetzt? Wen haben eingesetzt? Wen haben eingesetzt? Oh mein Gott. Ins Krankenhaus. Der kommt einfach eine völlig verdreckte Küche mit kaputten Junge. Hilo.
So, um das Kind hier nicht sonderlich zu stressen, kriegt das natürlich gleich ein Babysitter-Service. Richtig. Dann kannst du pinkeln gehen und dann rufen wir gleich den Typen an. Mitchell hieß er. Mitchell. Am besten ja, genau, gleich auf dem Klo einfach mal anrufen. Ist ja auch wichtig. Die Mülltonne wurde irgendwie umgeworfen. Aber die Post ist da. Rechnungen bezahlen. Dann kannst du ihm gleich mal so Bro-Umarmung geben. Warum ist er wütend? Versuchen zu beruhigen. Der weiß aber. Weißt du was von, dass wir ihn irgendwie betrogen haben? Hände küssen? Über deine Eroberung solltest du vielleicht gerade nicht so reden. Vom Partner schwärmen. Unwohl. Warum fühlt er sich denn so unwohl? Sie ist voll kokett und er fühlt sich einfach unwohl. Ich weiß, sie im Müll stehen. Das ist jetzt eine Vermutung, aber vielleicht liegt es daran, dass sie im Müll stehen. Okay, Rosa anbieten. Oh. Ach ja, wir haben ja was mit unserer Haushaltshilfe am Laufen. Jetzt nicht mehr. Jetzt zünden wir uns wahrscheinlich gleich die Küche an. Nee, er putzt trotzdem noch. Also, wenn ich jetzt sehen würde, dass mich die Freundin betrügt, bei der ich putze, würde ich nicht mehr putzen. Was er gerade macht, würde ich halt definitiv nicht mehr machen. Aber hey, ist seine Entscheidung. So. So, dann schauen wir, ob du schwanger bist. Lass den pennen. Oh, sie ist schwanger. Jetzt muss ich sie wieder mitteilen. So, hey, wir hatten ja gerade was und hey, ich bin schwanger. Und ja, was ist? So, Eheringe. Und sie einfach so, nee, ich habe schon ein paar Kinder. So. Pancakes. Ja, was hast du sofort zu machen? Popmusik hören. So, zuhören, Pop zuhören. Wer putzt hier echt noch für uns? Verstehe ich nicht so ganz. Ab morgen haben wir wahrscheinlich einen anderen. Ja, musst heute irgendwie arbeiten oder so. 3 Tage bis zur Arbeit. Du kannst mal wieder einen Jingle schreiben. Aber dass wir ein bisschen Geld bekommen. Ah, ich meine, wir haben ja auch noch jemand anders, der arbeitet. Also von dir. Wer ist denn das? Das ist, glaube ich, da, wo wir die Ehe beendet haben. Don Lotario. Kann auch hier ein Konzert geben, wenn ihr alle hier so rumsteht. Bist du? Patrick Kaya. Hallöchen. Ich habe mal eine Frage an dich. Bist du zufällig Single? Na, nach romantischen und Interessen direkt mal schauen, was abgeht. Oh, ich glaube, der Postbote wusste das noch nicht. Wow, als ob das jetzt so überraschend ist. Was willst du machen? An einem Trainingsgerät trainieren? Dann mach das doch mal. Schweres Gewichtsheben. Das wird sich ja lohnen. Haben wir ihn jetzt schon gefragt nach seinen Interessen?
Das sind ja wichtige Fragen. Brigitte Sommer. Okay, irgendwie mag er uns nicht mehr, also eventuell steht er nicht auf uns. Doch, er steht auf Frauen und Männer. Ja, dann labe ihn halt einfach so zu. Ja, der Anmachspruch zwischendurch mal. Frag einfach mal ein bisschen geht's nach, keine Ahnung, 5 Stunden zu labern. Okay. Die da hinten macht Sport und der Typ steht daneben. Cool. Was wirst du für ihren Fitnesslevel erreichen? Ja, da musst du schon an deine Grenzen gehen. Dann musst du richtig ziehen. Ja, dann kannst du hier was ein bisschen duschen gehen und danach kannst du hier reden üben. Dann kannst du schlafen. Oh, du kriegst einen Anruf. Don Lothario, natürlich, Freundschaften sind immer gut. Voll. Den hatten wir auch vor Ewigkeit mal was. Johnny Schwarz, ja komm, komm vorbei. Ab heute wieder Tag der offenen Tür. Service engagieren. Dann brauchen wir mal kurz einen Kindersitter-Service, weil der ja irgendwie schön mit abgehauen ist. Der kann nur vorbeikommen, aber sonst brauchen wir den ja nur. Also mit dem Vergnügen, ich glaube, wir machen trotzdem irgendwas auf Hobby-mäßig, einfach weil da mehr geht, als wenn sie halt einfach Geld spart. Also Sport, da können wir nicht weitermachen, weil sie halt immer schwanger ist. Das ist blöd. Hier malen. Dann wird sie jetzt Malerin. Kauf mir mal eine Staffelei. Ich bin mal so frei und kaufe mir eine Staffelei. So, Arbeitszimmer hier. Was sind das eigentlich für Dinger? Und in der Heiterkeit. Hier eine Staffelei. Sie ist schon ein sehr künstlerischer Mensch. Großes klassisches Gemälde. So. Okay, die labert noch mit dem Spiegel. Aber die steigt jetzt nicht hoch. Okay, das hast du schon mal. Das heißt, du kannst pennen gehen. Okay. Laura Love, okay, unsere Tochter. Okay, mal. Du hast. Nein, du magst malen. Das Malen zu mögen. Das ist ein neues Hobby. Habe ich entschieden. Mal ist hier wunderschön weiter. Irgendwie musst du an dein Geld kommen. Verscherbeln wir jetzt dann alle deine Kunstwerke da. An Sammler verkaufen. 84, das heißt, wir haben einen Verlust von ein bisschen was. Nochmal ein großes klassisches Gemälde. Schauen wir mal, ob sie diesmal wieder ein Häschen wird. Ja, sie übt sich jetzt am Hasen. Okay, und sie halt unterhält sich mit irgendjemandem, der nicht da ist. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. Die könnte mal ihr ganzes Glitzerzeug da entwickeln. Weiterentwickeln. Jetzt hat er noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ah, die andere hat den Häschen wieder weitergemacht. Wir haben diesmal Gewinn gemacht. Okay, das reparierst du auch selber, oder? Bist doch schon erwachsen. Karriere verlassen. Hör auf mit den Schmarrn. Okay, und du, was ist dein Problem gerade? Alles verkaufen dann. Was hast du gerade? Du hättest so ganz viele Probleme. Okay. Oh, 200 ist wieder richtig, wie die hier malt.
Arbeiten musst du so schnell nicht mehr, gar 2 Tage. Das ist echt eine lange Zeit. Nimm mal dein Gericht. Dann machen wir mal ein Pop-Art-Gemälde. Okay, wir haben wieder was abgeschlossen. Was machen wir als nächstes? Level 4 und dann 3 verkaufen. Ah, der ist gleich wieder abgehauen. Finde ich schön. Du könntest mal ein bisschen Sport machen. Einen Sammler verkaufen. Ich glaube, wir brauchen hier schon wieder einen Anruf. Service. So, dann mach mal dein Gemälde weiter. Okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei The Sims 4, der 100 Baby Challenge. Bis dahin. Bye.